Er soll seine 87 Jahre alte Mutter getötet haben. Seit diesem Mittwoch muss sich der 61-jährige Mann aus Wena deshalb vor dem Landgericht Aurich verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Konkret soll er sich in das Schlafzimmer seiner Mutter begeben haben, wo diese geschlafen haben soll, und ihr dann ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Die Mutter soll während dieses Vorgangs wach geworden sein, versucht haben, sich zu wehren, was ihr jedoch nicht gelang, sodass die Mutter letztendlich durch Ersticken gestorben sein soll. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, dass er das sogenannte Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht haben soll. Diese Mordmerkmale unterscheiden auch den Mord vom Totschlag, dass diese eben vorliegen müssen zur Verwirklichung eines Mordes. Heimtückisch handelt eben, wenn das Opfer arg oder wehr- und wehrlos ist und das dann ausgenutzt wird. Das Urteil wird Anfang Juni erwartet. Sollte der Angeklagte wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.